Berufspolitik im Fokus, bei Fraktion unterwegs. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich Abgeordnete der Freie Wähler-Landtagsfraktion wieder vor Ort mit Vertretern eines Verbandes getroffen. Thema des gemeinsamen Austauschs? Raus aus dem Pandemie-Modus, Wege zur Normalität an Schulen. Dazu sprachen Kultusminister Michael Piazzolo und der Landtagsabgeordnete Hans Friedl im oberbayerischen Germering mit Vertretern des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, Kreisverband Fürstenfeldbruck, sowie Schul- und Klassenleitungen aus der Region. Auch das Lehramtsstudium, Bürokratieabbau und die Digitalisierung kamen bei dem Austausch zur Sprache. Ebenfalls auf der Agenda: Konzepte zur Attraktivitätssteigerung des Berufs des Grund-, Mittel- und Förderschullehrers. Der Ahlinger Abgeordnete Hans Friedl kennt nicht nur die Begebenheiten vor Ort, sondern weiß auch, welche Spuren die Pandemie hinterlassen hat. Corona hat uns vor große Herausforderungen gestellt. Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer. Deshalb müssen wir ihnen jetzt auch eine Perspektive geben. Freie Wählerfraktion und BLV sind sich einig. Es bedarf eines gemeinsamen Kraftakts, um die Pandemie zu überwinden und wieder mit Optimismus in die Zukunft zu blicken. Dafür setzen sich die Freien Wähler im Bayerischen Landtag weiterhin mit ganzer Kraft ein.